Schönen guten Morgen an alle Zwentendörferinnen und Zwentendörfer, alle Jugendlichen und Kinder aus Zwentendorf. Heute geht es um die Ziele, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, bezahlbare und saubere Energie, das ist das SDG 7 und Maßnahmen zum Klimaschutz ist das SDG 13. Das sind Schlagworte, die müssen zuerst einmal in unsere Köpfe rein. Und die müssen einmal Platz finden da drinnen. Was ist saubere Energie überhaupt? Wie soll sie leistbar sein? Das sind alles Wörter, ja, mit denen können wir oft nichts anfangen. Bis jetzt war nämlich in Zwentendorf die Energie, ja, die war immer da. Wir haben Kraftwerke rundherum gehabt. Energie hat keine Rolle gespielt und nebenbei haben sehr viele Zwentendorfer in diesen Kraftwerken gearbeitet, ihr Leben damit gemeistert. Aber durch den Einsatz fossiler Energie wie Gas, Erdöl oder Kernenergie haben wir die Umwelt sehr belastet. Dadurch wird die Erderwärmung vorangetrieben und die wiederum ist verantwortlich für die Umweltkatastrophen wie Hochwasser, Hagel, Sturm, Unwetter, der Ansteigen der Meeresspiegel, Dürre und dafür ist die Erderwärmung verantwortlich. Jetzt sind wir gefordert, dem entgegenzuwirken und alles dafür zu tun, um die Erderwärmung einzudämmen. Also weg von den fossilen Brennstoffen, egal ob beim Heizen oder beim Gewinnen der Energie. Wir müssen die Kraft der Sonne, heute ein guter Tag dafür, die Sonne scheint, blendet mich direkt, aber dafür wird sehr viel Energie erzeugt. Die Sonne- und Windeinsatz neben der Wasserenergie, die wir zum Glück in Österreich haben, die schicken uns alle keine Rechnung. Sonne, Wind ist gratis, es ist der Aufbau erforderlich, der kostet natürlich Geld, braucht man natürlich auch Rohstoffe, aber die Sonne schickt keine Rechnung. Also wir müssen die Kraft der Sonne und des Windes mit Hirn und Verstand nützen. Alle Gemeindedächer, wo es möglich war, werden bis Ende 2022 belegt sein. Wir erzeugen dadurch sehr viel Sonnenstrom, das uns wiederum sehr viel Geld spart in der Gemeindekasse und vor allem das Wichtigste, CO2 spart. Alle öffentlichen Gebäude werden mit Fernwärme beheizt. Das ist auch schon ein großer Schritt. Überhaupt in Zwentendorf sind gerade in den dicht verbauten Anlagen wie in der Siedlung ist sehr viel Fernwärme vorhanden. Wir haben das Fernwärmenetz ausgebaut, aber jetzt bei den neuen Häusern wird zum Glück auch sehr viel Wärmepumpen Energie verwendet. Was machen wir noch in der Gemeinde? Am Bauhof kommen E-Autos zum Einsatz. Wir haben mittlerweile 4 E-Autos, heuer sind noch 2 E-Autos im Budget und die Tankstelle für die E-Autos befindet sich am Dach des Bauhofes. Dort sind ungefähr 120 kW Peak Photovoltaik oben. Was können Private machen? Private können sehr viel machen. Wenn man ein Eigenheim, ein Haus besitzt, könnte man, wenn das Dach passt, die Ausrichtung passt für die Sonne, Ost, West, Süd ist ideal, kann man eine Photovoltaikanlage draufbauen. 5 kW Peak reichen schon, um für einen durchschnittlichen Haushalt auf dem Papier CO2-neutral zu sein. Die 5 kW Peak werden ungefähr 5000 Kilowatt erzeugen, die ein durchschnittlicher Haushalt braucht. 40% kann man selbst im Haus verwenden von den 5000 und mit einem Speicher kommt man auf 60%. Den Rest wird ins Netz eingespeist, wird abgegolten, aber er wird in unmittelbarer Nähe, das sehr wichtig ist, verwendet. Die nächste Aktion: Heizen raus aus Öl. Öl ist ein sehr hoher Treibhausgas. Treiber. Darum gibt es die Aktion Raus aus Öl. Das Land
hat sie ins Leben gerufen und fördert sehr großzügig bis mit dem Bund zusammen bis zu 11.000 Euro für eine Umstellung auf Alternativenergie, auf Pellets, auf Wärmepumpensysteme oder Holz. Fossile Brennstoffe, wir zahlen im Jahr zig Milliarden Euro an die Länder, die uns beliefern mit Öl und mit Gas. Diese Milliarden könnten wir einsetzen in Alternativenergie und wir würden das Ziel bis 2030 wahrscheinlich schneller erreichen, wenn viele Leute mittun. Und für jeden wird es wahrscheinlich auch kostengünstiger im Haus. Natürlich ist es eine Investition, die nicht billig ist, aber durch die Ersparnis könnte man zum Beispiel das Darlehen bedecken, wenn man ein Darlehen nimmt. Und für fast jede Lösung, egal ob Energieerzeugung oder Heizen, gibt es Förderungen vom Land, vom Bund und auch von der Gemeinde gibt es großzügige Förderungen. Bei neuen, gut gedämmten Wohnungen und Häusern kommen meist schon Wärmepumpensysteme zum Einsatz, aber bei älteren Häusern wird das schwieriger. Aber da gibt es Fachleute vom Land, die kommen ins Haus, kosten fast nichts, 40 Euro für einen Fahrtkostenzuschuss und er analysiert das Haus, gibt Ratschläge, wie kann man auch die älteren Häuser energieschonend und sparend umbauen. Man kann beim Verkehr ist auch ein wichtiges Thema, das klimaschädlich ist, das sehr viel Energie braucht. Man kann Fahrten, die nicht unbedingt notwendig sind, zum Beispiel zum Einkaufen. Man kann mit einem Fahrrad fahren. Es gibt E-Lastenräder, natürlich wiederum nicht für jeden geeignet, aber es muss, wie gesagt am Anfang schon, es muss in den Köpfen gehen. Und man wird erstaunt sein, wie viel Energie wir einsparen können, was in der eigenen Tasche zu spüren ist. Fürs Klima ist auch das Einkaufsverhalten der Konsumenten sehr entscheidend. Wir brauchen nicht die Steaks aus Argentinien. Die werden in Österreich erzeugt. Ich brauche nur jetzt rechts rüberschauen. Das Gut Altern bietet tolle Fleischangebote an und die kommen direkt vor Ort. Da gäbe es viele Beispiele, wo wir unsere Lebensmittel herholen, was nicht notwendig wäre. Unsere Generation hätte kein Problem mehr mit dem Klima oder mit der Energie oder mit den fossilen Brennstoffen, aber wir haben ja alle Kinder, Enkelkinder, Urenkel. Die nächste Generation will auch eine Erde vorfinden oder einen Planeten vorfinden, wie wir ihn vorgefunden haben und ein schönes Leben darauf verbringen konnten. Und was für mich gar nicht geht, wenn viele sagen, es sollen einmal die anderen anfangen. Nein, jeder muss vor seiner Haustür anfangen. Jeder kleine Schritt trägt dazu bei, das Klima zu schonen und zu schützen und die Erderwärmung einzudämmen. Kommen Sie am 24.06. in den Donauhof zu unserer Zukunftskonferenz. Dort können Sie Ihre Ideen einbringen, dort können Sie mitdiskutieren und schauen, was alles zustande kommt. Danke für die Aufmerksamkeit.